Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von, ja, wie ihr schon in der Videobeschreibung gelesen habt, Slender Real Life. Ja, das Projekt ist eigentlich, kommt erst 2015 raus, das Spiel, aber ich konnte es schon früher besorgen, da ich den Entwickler kenne. Ja, das Spiel hat eine sehr anspruchsvolle Grafik, also wirklich, da ist die CryEngine 3 gar nichts dagegen, die kann einpacken. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen und würde ich sagen, geht los. What would you do if you woke up in a place you have never seen before? Ja, ich würde wahrscheinlich erstmal Mutti anrufen und So, Slender the 8-Page Real Life. Freue ich mich schon drauf. Da fängt es auch schon an, wir sind... Wow, das Spiel ist ein bisschen dunkel gehalten. Wow, ist echt dunkel gehalten. Okay, warte mal, ich glaube, wenn es wie Slender ist, ist es eigentlich theoretisch... Jawohl, F ist Taschenlampe an und aus, okay. Habe ich das schon mal geschnallt? Ja, gut, F. Cool ist auch bei dem Spiel, ist mit dem Fokus, dass man, halt, dass der Fokus auch so ein bisschen verschwimmt und dass man das manchmal unscharf wird. Gut, was ist das hier? Holzstapel oder was? Komme ich darüber? Ach, natürlich wieder nicht. Vielleicht auch ein kleiner Bug vom Spiel. So, ein paar Sträucher, ein bisschen was Vertrocknetes, super. Die Texturen hätten da auch ein bisschen besser gemacht sein können, aber... Boah, ein Quad, sogar Fahrzeuge haben sie reingefügt. Ich weiß aber nicht, ob man damit fahren kann. Wie gesagt, es ist eine ganz, ganz frühe Beta-Version. Und, was ist jetzt? Ach so. Mist. Taschenlampe kann auch leer sein. Super. Warte mal, ich warte mal kurz, bis sie wieder aufgeladen ist. Aber schön dunkel. So, ist wieder an. Wie gesagt, ganz, ganz frühe Beta-Version. Und, das ist jetzt bloß ein Level. Im richtigen sind dann 15 Level drin. Im echten. Oh, fertig. Always watch no eyes. Die erste Seite, jawohl. Die nehmen wir einfach mal mit. Zack. Gut. Nochmal, wie gesagt, der frühe Beta-Version und eigentlich im fertigen dann sind 15 Level. Jetzt ist nur ein Level zum Testen und ist noch nicht mal auf der höchsten Grafik, sondern nur auf halber Höhe praktisch. Und deswegen aber sieht trotzdem schon sehr geil aus. So, was ist das? Kann ich hier drunter irgendwie durch oder so? Ach, Steuerung, geil. Steuerung ist ducken, das kann man jetzt auch, ist ja super. Krauchen wir voran. Und, ach, das geht zu langsam, der ist ja schnarchlangsam, der Typ. Ich weiß nicht, ob Typ oder Frau, keine Ahnung, was wir hier spielen. Geil, der Fokus war verwischt wieder. Und mal ein Weg, da kann das Länder ja nicht kommen. Hier ist irgendwas verwelkt, jetzt komme ich, komme ich wieder nicht rüber, ist ja super. Nein, da gehe ich einfach mal weiter. Man soll ja auf den Wegen bleiben, dass das Länder einen nicht bekommt. So, jetzt wird es ein bisschen dunkel. Die Taschenlampe ist auch totaler Schrott, ey. Kann man ja gar nicht anbieten und so. Boah, die Wassertexturen sind ja Hammer. Sieht da richtig echt aus. Und sogar Regen ist ja geil gemacht. Ja gut, das Wasser ist für mich ein bisschen zu schmutzig, aber lassen wir es dem Entwickler, wie er das Wasser macht. Und gehen wir einfach weiter. Okay, also ist wahrscheinlich irgendein Schuppen. Auf dem Geräte können wir die mitnehmen. Ich denke mal eher nicht. Das ist ja eine Textur fest. Kann ich hier rein? Natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Kann man dann natürlich nur in der Vollversion hier 2015 für 34,95 kaufen können. Geil. Die haben sogar Tiere eingefügt. Ist ja cool. Komm mal her. Tja, da verschwindet es auch schon in der Textur. Kann man leider nicht mehr rausholen, ne? Bleiben wir lieber mal auf dem Weg, sonst kommt der Slender hier noch und das wollen wir ja natürlich nicht. So, immer wieder mal hintergucken, weil der kann ja auch von hinten kommen. Leave me alone. Jawoll, die dritte Seite, nee Quatsch, zweite Seite ist das. Okay. Lass mich allein. Der Fokus verwischt schon wieder. Geiler Effekt. So, die Lampe ist nicht stark genug, um hinterzugucken. Wir gehen einfach mal weiter. Gucken, der Slender kam bis jetzt noch nicht, obwohl das... Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay, der Slender kam gerade, aber irgendwie... okay, erstmal Shift ist Rennen, nur für die, die es nicht wissen. Ach, die Lampe ist ja totaler Dreck. Also der Slender ist für meiner Meinung nach ein bisschen scheiße eingefügt. Da kam er richtig angeflogen, das kann ja eigentlich nicht sein. Und also da muss der Entwickler nochmal ran, wie gesagt, frühe Beta-Version, da kann es noch so schlecht aussehen. Ist erlaubt. So, ansonsten
noch eine Seite. Follows, er folgt uns. Ja, das habe ich gerade schon mitbekommen. Ja, das Bum Bum hat er auch schon seit der ersten Seite so gemacht. Da ist ja klar, dass der uns dann wieder folgt. Fokus verwischt, herrlich. Wow, das ist ja echt realistisch gehalten. Die haben sogar Windeffekte eingefügt. Das finde ich geil, dass die jetzt Windeffekte auch dabei haben, so wie bei einer Kamera halt. Oh, ja, da war wieder mal ein Kettenraucher da, ist ganz toll. Batman! Nein, nur ein Fledermauszeichen. Gut, jetzt gehen wir durch irgendein Tor in eine Wiese. Steht ein Tisch und... Boah, das verschwimmt gerade echt. Was ist das? Tisch? Warte mal, ich muss mal ganz kurz stehen bleiben. Das ist ja schlimm. Der Fokus muss ich erstmal von dem Typen hier wieder regenerieren. Da kann er gar nichts. Okay, jetzt geht's wieder. Ich gehe einfach mal... Schuppen ist das, okay. Gehen wir einfach mal hinter. Hier steht ein Tisch und hier hinten ist, glaube ich... Oh, scheiße. Rennen. Shift. Oh, Seite. Can't run. Ja, doch, ich kann rennen. Los, rennen, Kunde. Ja, nimm die Seite. Los, rennen. Ach ja, gut, dass es Shift gibt. Fuck, der ist weg. Wo ist er? Oh, scheiße, ich muss noch weg hier. Ich muss noch mal rennen. Okay. Ach, jetzt kann der Typ nicht mehr rennen, ey. Ist das ein... Ja, keine Kraftausdrücke jetzt. Gut, okay, das sieht ein bisschen... Ein Geröllhaufen hier, was ist das, ey? Tonne, ey. Scheiße! Nein! Nein! Du willst mich doch verarschen, scheiße! Ach! 4 von 8 Seiten, da ganz toll, da freue ich mich mal wieder. Scheiße. Naja, egal. Wie gesagt, das war's jetzt mit dem kleinen Slender Wheel Life Let's Play von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann doch bitte Daumen hoch und abonnieren. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.